Die erste Ausgabe der WDSF World Dance Board Games fand in Kaohsiung in Taiwan statt. Your grace, I'm over time. Oh man, you look so fine. I ask myself what kind of night will happen any otherwise and reconcile my confidence to jump ahead the other guys. The time is now and we're both here, so let's skip right past delay. That's when I slide across the floor and ask you, darling, for so much more. Please, oh, please. Tanzsportler aus allen Stilen sind hierher gekommen, um gemeinsam einen Wettkampf auszutragen. Es ist eine super Gelegenheit für die Stadt Kaohsiung, eine so große internationale Veranstaltung 5 Tage lang mit so vielen verschiedenen Disziplinen austragen zu dürfen. Das macht uns als Bewohner stolz und erst recht, dass rund 800 Athleten aus 50 Nationen hier sind. Weiters bekommen wir die Chance, von den anderen Tänzern neue Kenntnisse und Techniken zu erlernen. Let's try a slow dance, fire up some romance. I guess there was no real reason, the jitter up my nerves. The best of all my high school dreams are hidden in reserves. But now we are the couple to know. All it took was some courage to make it so. Es ist das erste Mal, dass alle verschiedenen Tanzstile in einem großen Event zusammengelegt wurden. Und das ist in meinen Augen eine sehr gute Idee. Für uns ist es natürlich eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Ich bin zum ersten Mal bei so etwas Großem wie diesem hier dabei. Es ist fantastisch. Ich glaube, das ist eine tolle Erfahrung für uns und zugleich das erste Mal, dass wir an so einer Veranstaltung teilnehmen. Es ist immer super, auch andere Tänzer zu sehen und nicht nur Standard- oder Lateintänzer. Und auch für das Publikum ist das sicher eine tolle Gelegenheit. Ich bin sehr neugierig auf die anderen Tänze, denn ich fokussiere mich auf Hip-Hop und habe von einem Formationstanz noch nie etwas gehört. Deshalb freue ich mich schon sehr, die anderen zu sehen. Die World Dance Board Games sind deshalb neu, weil sie alle verschiedenen Tanzarten zusammenbringen. Das hat es zuvor noch nie gegeben. Normalerweise findet man bei einem Turnier nur Lateintänze, Standardtänze. Und vielleicht Formationstänze. Ja, vielleicht einige Formationstänze, also manchmal, eventuell Boogie Woogie, aber man würde nie Salsa oder Cheerleading zusammen sehen. Tanzen liegt in unserer Natur, in unserer Routine. Es ist schön, andere Disziplinen zu sehen und diese dann aufnehmen zu können. Wir können von den anderen Sportarten einiges lernen, da wir im Tanzen nicht so gut sind. Und Tanzen ist nur ein Teil unserer Routine. Wir können hier einige interessante Dinge sehen und lernen, die wir anschließend für unser Team übernehmen können. Der Tanzsport ist ein wunderschöner Sport. Du tanzt mit deinem Partner, bestenfalls ist er gut aussehend. Und wenn du ein bestimmtes Niveau hast, dann reist du um die ganze Welt und triffst viele tolle Personen. Ja, also du übst viel, du trainierst, du bist fit, du bist in Form, du schaust gut aus, du hörst fantastische Musik und du tanzt mit deinem sexy Girl. Thank you.
Tanzsport ist, was auch immer du denkst. Man kann Kunst in vielen verschiedenen Dingen finden. Wenn Sport deine Passion ist, dann kannst du Kunst im Sport finden. Der Tanzsport ist für mich beides. Auf der einen Seite Sport, weil er physisch ist, und auf der anderen Seite Kunst, weil er mental ist. Tanzen kommt aus dem Herzen, aus deiner Seele. Du machst dir deine eigenen Regeln und wirst deine eigene Persönlichkeit mit dem, was du mit deinem Körper machst. Und genau das ist Kunst. Es gab schon immer die Diskussion zwischen Kunst und Sport, weil die Menschen beide Dinge trennen. Ich glaube, das ist Schwachsinn. Du kannst keine Kunst machen, wenn du nicht wie ein Athlet trainierst. Es würde einfach nicht nach Kunst aussehen. Du würdest müde wirken, es wäre dann ziemlich abstrakte Kunst. Was wir hier machen, ist hochwertige Kunst. Und um diese machen zu können, müssen wir hart dafür trainieren. And it's highly skilled and it's highly sportsly training that enables us to perform the art. Wenn du bei einem Turnier bist, dann kannst du es nicht trennen, Kunst und Sport. Das geht nur, wenn du im Training bist. Du kannst sagen, dass du die Kunst heute trainierst und übst und an einem anderen Tag übst du die Technik. Auf der Bühne kommt dann beides zusammen. Für mich ist der Wettkampf an sich mehr Kunst und wenn ich im Training bin, dann ist das mehr Sport, da ich mich physisch vorbereite und oft müde bin. Aber während des Wettkampfs verspüre ich keine Müdigkeit, da ich mich auf den Wettkampf vorbereite und dieser eben mehr Kunst für mich ist. Aber klar, trennen kann man die beiden Sachen nicht. I think we will never divide these two things because it's two things inside. Es ist der Mix aus Sport und Kunst. Die Kunstseite des Tanzsports ist jene, dass du deine Gefühle ausdrücken kannst und die Musik genießt. Im Sport geht es um den Wettkampf. Da kämpfst du gegen sechs andere Paare. Das Tanzen kombiniert beide Dinge. Zum einen bewegst du dich mit der Musik, du musst also deinen Körper trainieren und dich psychisch für den Wettkampf vorbereiten. Das ist für mich der athletische Teil dieses Sports. Und dann gibt es die andere Seite, das Tanzen mit der Musik, die Musik nutzen und dazu zu performen. Zudem tanzt man ja auch als Paar. Das ist oft gerade für junge Burschen ein Bonus, denn du kannst so mit einem Mädchen geschickt näher kommen. Oder du spielst Fußball mit 10 anderen Jungs und gehst anschließend mit ihnen duschen. Das ist wohl nicht so gut. Why not choose dance sport? Why do you play football? You have to be with 10 other men and shower together. I don't think it's good. Obwohl ich muss sagen, dass ich selber gerne Fußball spiele. I follow football. I really like. Ladies and gentlemen, big round of applause for all the athletes from all the countries. It's a great event. Es ist eine großartige und sehr gut organisierte Veranstaltung. Die Eröffnungsfeier war sehr spektakulär und die Menschen waren von jedem einzelnen Tanzstil fasziniert. Die besten Bartänzer, die besten Tänzer der Welt, das ist hier in Kaohsiung zu Gast. Dass all diese Leute nach Taiwan gekommen sind, ist sehr aufregend. Die zahlreichen Nationen machen
das Tanzsport-Event zu einer globalen Veranstaltung. Es ist super, dein eigenes Land auf diesem hohen Niveau der ganzen Welt repräsentieren zu dürfen. Wir geben unser Bestes, damit unser Land stolz auf uns ist. Wir wissen nicht, ob der Tanzsport eines Tages Teil der Olympischen Spiele sein wird. Aber wir sind auf dem besten Weg, uns auch außerhalb der Tanzszene bekannt zu machen. Um ehrlich zu sein, geht es bei diesen Games um mehr als nur um eine Platzierung. Für mich ist es eine Ehre, Teil hiervon zu sein und mein Land repräsentieren zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass es den anderen genauso geht. Allein die Eröffnungsfeier war ein Wahnsinn. Die riesige Arena voller Menschen, die alle Athleten bei der Parade angefeiert haben. Das war ein fantastisches Gefühl. Filled full with people and everybody's going crazy for everybody who's coming out. It was fantastic, really fantastic feeling. 750 Athletes. 750 Athleten, 100 Wertungsrichter und Funktionäre werden diese Woche zu einer unvergesslichen Woche machen. Ich bin im Alter von 7 Jahren durch meine Schwester auf den Tanzsport gestoßen. Als ich eines Tages mit ihr auf ihre Tanzlehrerin gewartet habe, hat mich diese gefragt, ob ich mitmachen möchte. Also bin ich eines Tages ins Studio mitgekommen. 2 Monate später habe ich meinen ersten Wettkampf in den Lateintänzen gewonnen. So at one day at the side, I went to the studio. I start to make some. He start to learn me, and after 2 months, I win the competition of Latin America. Italy, Anilo Langella, Cristina Moschenska. 掌声欢迎背后37号来自意大利的选手。Als ich mit dem Tanzen in jungen Jahren begonnen habe, lag mein Schwerpunkt noch auf Taekwondo. Der Wechsel von der einen Sportart zur anderen war nicht einfach. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin als Person oft sehr verschlossen, weil ich mich dadurch schütze. Bin ich aber einmal auf dem Tanzparkett, öffne ich mich und kann mich so besser ausdrücken. Ich war ein sehr aufgewecktes Kind und hatte viel Energie in mir. Ich habe zu Hause ständig Sachen zerstört und meine Mutter hat nie gewusst, was sie mit mir machen soll. Und dann hat sie mich zu einem Tanzkurs gebracht. Damals war ich 4 Jahre alt. Und als sie mich dann gefragt hat, wie ich es finde, wollte ich mit dem Tanzen weitermachen. Im Formationstanz sollte alles so aussehen, als wäre das Team ein einziges Paar. Das Team muss gemeinsam atmen und sich gemeinsam bewegen. Stell dir eine Gruppe von Menschen vor, die 6 Minuten lang die eine und selbe Idee hat, als würden sie wie eine einzelne Person handeln. 8 Paare zusammen, das ist das Tanzen auf allerhöchstem Niveau. Dazu schön gestylt und eine gute Musik, das ist Formationstanz.
Das Schwierigste bei den Latein- oder Standard-Formationstänzen ist, dass du 8 Paare hast und ziemlich viele Bilder und Highlights stellen musst. Wir tanzen zu einer ganz speziellen Musik, die wir eigens mit den Münchner Philharmonikern produziert haben. Das macht den Formationstanz zu einer ziemlich teuren Sportart. Zum Zuschauen ist dieser Tanz, das Formationstanzen, für das Publikum sehr, sehr speziell und aufregend. Von der Musikproduktion bis zur einstudierten Choreografie dauert es mindestens ein halbes Jahr. Wir Deutschen waren die Ersten im Formationstanz. Ich glaube, wir in Deutschland haben vor den anderen begonnen, was uns zu Beginn einen kleinen Vorteil verschafft hat. Aber inzwischen hat der Rest aufgeholt. Die Konkurrenten beobachten uns und lernen von uns. Sie kommen immer näher. Ich bin ein Teil dieses Teams. Ich will diese Sache leben, meine Gefühle zeigen. Nur so kann ich meinem Team die Energie geben und ein gutes Gefühl von ihnen zurückbekommen. Genau daran arbeiten wir gemeinsam. Ich habe früher geturnt. Wegen einer Verletzung habe ich damals damit aufgehört und dann mit dem Tanzsport begonnen. Gleich am ersten Tag an habe ich mich ins Tanzen verliebt. In meiner Jugend war ich sehr klein, mager, zierlich und hatte Probleme mit meiner Wirbelsäule und meinem Rücken. Meine Mutter ist dann mit mir zu einem Arzt gegangen und hat gefragt, was ich denn dagegen tun könne. Und der Arzt hat dann gemeint, ich soll zu tanzen beginnen. Well,
Ich habe dann mit Standard und Latein Gruppentanz begonnen. Aber bald darauf habe ich einen Partner gefunden und dann hat mir das Tanzen noch mehr Spaß gemacht. Zudem hat es meiner Wirbelsäule und meinem Rücken sehr gut getan. Also eine typische Win-Win-Situation. Loving what you actually, or doing what you actually love, and at the same time becoming a straight spine again. The next couple from Germany, with the number 73, Simone Segatori and Annette Sudol. Der Showtanz ist für uns eine ganz neue Erfahrung. Du kannst vieles selber entscheiden, Musik, die Thematik oder auch die Tänze. Was wir haben müssen, sind mindestens 3 von 5 Standardtänzen in unserem Repertoire. Du kannst frei entscheiden, was du machen möchtest und auch wie du es machst. Wir können alles Mögliche zeigen, eine Geschichte erzählen, wir dürfen Lifts zeigen. Für die Menschen ist es super zum Zuschauen, es wirkt spektakulär und gefährlich. Genau das wollen sie sehen. Es ist kein normaler Wettkampf, wo du die genauen Abläufe, die Technik und den Charakter kennst. Showtanz ist mehr. Wenn man zuschaut und die Show gut ist, dann ist man ein Teil davon. But it's still something that you have to know a bit better. With the show you just go there and then you become part of that show if the show is good enough. Du bist 4 Minutes auf der Tanzfläche. Das ist eine lange Zeit und sehr, sehr anstrengend. The Matrix is in. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church. Ja, es gibt natürlich Regeln zum Einhalten. Du kannst nicht machen, was du willst. Aber genau das ist das Schwierige, sonst wird man automatisch disqualifiziert. Dieses Einhalten der Regeln. So, 3 minutes, you can do up to 3 lifts. Man kann bis zu 3 Lifts, also Hebungen, machen. Das bedeutet, dass der Mann oder die Frau den jeweils anderen Partner in der Luft hochhält, aber maximal 3-mal. Zudem gibt es hier eine Zeitbegrenzung. Es wäre super, Antonella 3 Minuten lang hochzuhalten, aber wir müssen schließlich auch noch tanzen. 75% der Showtanzelemente müssen identifizierbar sein, das heißt Latein oder Standard. Aus körperlicher Sicht ist das hier verrückt. Du hebst die Frau hoch, du drehst sie und lässt sie in einer bestimmten Stellung wieder runter. Ich glaube, die Vorbereitung von Tänzern sieht in etwa aus wie die von anderen Sportlern. Da geht es allen gleich. Je besser du körperlich drauf bist, desto lockerer und professioneller wirkt der Tanz. Wir können uns aber zum Beispiel nicht erlauben, mitten im Tanz zu stoppen, um unseren Schweiß abzuwischen. Körperlich ist unser Sport durchaus beachtlich. Wenn wir auf der Tanzfläche sind und nicht mehr können, nicht mehr wollen, müssen wir weitermachen und es so aussehen lassen, als würde es uns einfach von der Hand gehen und Spaß machen. Wir haben Personal Trainer, die testen unsere Körper, haben Ernährungsberater, Psychologen. Der Sport wird immer professioneller und wir werden immer mehr zu richtigen Athleten. Wenn wir uns weigern, tja, dann werden wir geschlagen. Okay.
Ich trainiere allgemein sehr viel für meine Physis. Bei ihr ist es mehr die Muskelbildung. Wobei es eigentlich bei ihrem Training nicht um die Stärke, sondern um die perfekte Körperhaltung geht. Alle Tänzer hier sind körperlich sehr fit und deshalb müssen wir das auch sein. Mein Bruder ist ein Personal Trainer, er gibt uns immer Verbesserungsvorschläge und hilft uns weiter. Denn der Tanzsport und insbesondere der Standardtanz ist kein geeignetes Workout. Ich habe früher überwiegend meine Schultern trainiert und dann ausgesehen wie Shrek. Mir wurde spät bewusst, dass ich anders trainieren muss. Heute haben wir 2 bis 3 Mal pro Woche ein Cardio-Training. Wir trainieren Rücken, Beine und eben alles, was die Kondition erhöht. Cardio-Classes, Training for the core, for the back, for the legs, just to physically improve our stamina. Wir machen das Cardio-Training nach dem Tanztraining. Das ist wichtig. Nachher sind wir nämlich sehr erschöpft und wir haben herausgefunden, dass das Training besser funktioniert, wenn du komplett am Ende bist. Für mich steht Tanzen im Vordergrund. Bei mir geht es 80-90% ums Tanzen. Aber klar musst du zudem dich fit halten, deinen Körper spezifisch trainieren und auf deine Ernährung achten. Ich glaube, dass wir genauso trainieren wie andere Athleten in anderen Sportarten auch. Wir müssen physisch top sein und das bedeutet viel Arbeit. Es ist hart, aber genau deshalb ist das hier Sport. Couple from Sweden 203 and from Norway again 199. Well, she wanna rock, she wanna roll, she wanna do the boogie woogie, cause she got it in the soul. She's a rockabilly queen, she's a rockabilly queen. She's only 19 and she's already rockabilly queen. And when she gets up in the morning and she puts a record on, there's a whole lot of shaking going on. That's one of the thrill because, Wettkampf bedeutet einen speziellen Reiz für mich. Ich liebe es, auf der Bühne zu sein. Und indem ich Wettkämpfe bestreite, kann ich das immer wieder sein. Es macht einen Riesenspaß. Das ist Sport. Man trainiert hart und klar, man will gewinnen. And try to be better all the time. Because you want something. You want to, of course you want to be the winner. Thank you very much, heat number 6. And this is our final heat. And the winner is from Sweden, 203. I've been dancing both on theaters and also. Ich habe bereits im Theater getanzt und jetzt eben wie hier, bei richtigen Tanzwettkämpfen. Es ist schwierig zu erklären. Du stehst bei beiden auf einer Bühne und somit im Mittelpunkt. Der Unterschied ist der Wettkampf. Hier will man gewinnen. Man arbeitet auf etwas hin. Das ist super. Das Wichtigste ist, Spaß zu haben. Das hoffe ich für alle Paare. Und klar, dass es hier ein Wettkampf ist und jeder will der Beste sein. Das ist eine zusätzliche Motivation. Hart zu arbeiten und einen Wettkampf zu bestreiten, macht riesigen Spaß. Man setzt sich selber unter Druck und will immer mehr. Es ist echt super, auf der Bühne im Mittelpunkt zu stehen. Ja, das Tanzen ist auch ein Teil meines normalen Lebens. Aber ich würde nie in einem 50er-Jahre-Outfit in die Schule gehen. Dann würde wohl jeder sagen, wow, ist der attraktiv. People always have
Wenn die Menschen Line Dance hören, denken sie oft an Hüte oder Cowboy-Stiefel. Aber der Line Dance hat sich in der letzten Zeit verändert. Es ist ähnlich wie Latein oder Standard, jedoch ein Einzeltanz. It's basically ballroom in Latin, but just as a solo person. So ballroom in Latin, but as a soloist. I was straight stuck in there as well. And the hip-hop stuck in as well. Ich habe den Line Dance mit Hut und Cowboy-Stiefeln begonnen. Und jeder verbindet diese beiden Sachen auch miteinander. Es ist einfach ein Mix von Standard, Latein oder Hip-Hop. Es ist super, dass der Line Dance hier vertreten ist. Es ist die größte Gelegenheit, die wir je bekommen haben. Ich bin seit Jahren in diesem Sport dabei. Hier zu sein ist eine Ehre für mich. So viele Nationen hier, man trifft Tänzer aus der ganzen Welt. Mit ihnen gemeinsam auf dem Parkett zu stehen, ist für jeden eine tolle Chance. Mir bedeutet das sehr viel. Da beim Tanzen bin ich total erleichtert. Ich kann Musik genießen. Das geht auch so im Rollstuhl, nicht mit Künsten, aber. It's nothing different. Es macht keinen Unterschied, ob du mit einem Partner in einem Rollstuhl tanzt oder ob du stehst. Es ist dasselbe. Der einzige Unterschied ist die Kommunikation untereinander. Die ist etwas intensiver. Der Rest ist aber gleich. Derselbe Spaß, dieselbe Erfahrung und es gilt, dieselben Emotionen zu zeigen. Vor 50 Jahren war es noch Rollstuhltanzen. Heute ist es einfach nur Tanzen. Die Menschen sind nicht benachteiligt. Die einen tanzen auf zwei Beinen, die anderen auf zwei Rädern. Und dazu sind sie auch noch verdammt schnell. Tanzen ist eine große Gelegenheit, deine Gefühle zu zeigen, und das tun wir auch. Sandra liebt und macht das genauso. Wenn Menschen mit einer ähnlichen Leidenschaft zusammenkommen, braucht es gar nicht genau dieselben Interessen. Jeder liebt hier das Tanzen und das ist der Punkt, das hält alle zusammen. Es macht einen Riesenspaß, Menschen aus anderen Ländern und Kulturen kennenzulernen. Wir aus den Philippinen lieben es, Fotos zu machen, also fragen wir andere Leute um ein gemeinsames Foto und es entstehen neue Freundschaften. Der Tanzsport ist eine sehr gesunde Sportart. Es öffnet dir die Augen, du hast die Gelegenheit zu reisen und die Welt zu entdecken und Menschen kennenzulernen. Finding your way.
Wir reisen nicht so viel, aber wenn wir dann reisen, freuen wir uns sehr, unsere Freunde zu sehen und neue zu treffen. So oft sehen wir diese Jungs hier nicht. Brushing your hair, baking some bread, finding your way. Me, playing guitar, watching the stars, finding my way. Man lernt Menschen aus vielen verschiedenen Ländern mit anderen Kulturen kennen. Diese ganzen Erfahrungen bleiben einem immer in Erinnerung. You have experienced that you will never forget. We found time this trip. We had a day off. Zwischen den Wettkämpfen hatten wir einen Tag Pause und wir haben die Zeit genutzt, um das schöne Wetter zu genießen. In Kanada ist das Wetter meistens schlecht, so zwischen 10 und 15 Grad kalt. Hier hat es 35 Grad. Das ist super. It was really hot and we found that very nice place. Es gibt verschiedene Salsa-Stile, Cuban-Style, LA-Style, die sind von Region zu Region verschieden. Was mir gut gefällt, ist, dass alle akzeptiert werden und du so eine Vielfalt an Tänzern auf der Bühne hast. Drei verschiedene Tänze werden getanzt, Salsa, Bachata und Merengue. Und alle drei weisen komplett verschiedene Charakteristiken auf. Salsa ist mehr der lustige Tanz, ein Tanz, wo man viel zusammenarbeiten muss mit dem Partner. Bachata ist eher langsam, ein Liebestanz mit viel Gefühlen. Und Merengue ist ein schnellerer Tanz und der Ausdruck des Spaßhabens, der muss wirklich durchgeknallt sein bei diesem Tanz. Es ist nicht wie der Lateintanz, das ist schon mehr der lateinamerikanische und dadurch hat er eben einen amerikanischen Touch. Salsa ist viel anspruchsvoller als Merengue oder Bachata. Ich glaube, wir müssen ganz einfach Spaß und Wettkampf kombinieren. Und Kunst und Sport. Den anderen Disziplinen zuzuschauen, ist immer etwas Neues und deshalb sehr wichtig für uns. Wir bekommen neue Eindrücke, neue Ideen, neue Gefühle. Danach können wir analysieren und gegebenenfalls Dinge übernehmen. Wenn du aufhörst zuzuhören und nicht mehr achtest, was um dich herum passiert, dann wirst du dir in Zukunft hart tun mit guten Ergebnissen. Ich habe meine eigene Methode. To make a better hour dance.
Nach unserem Auftritt haben wir eine Rock'n'Roll-Session gesehen. So wie es die Kollegen gemacht haben, haben wir es noch nie gesehen. Es hat Spaß gemacht, das Zusehen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Im ersten Teil des Wettkampfs beurteilen die Wertungsrichter nur deine Fußtechnik. Dann kommt die Akrobatik. Das ist schon etwas schwieriger. Das macht man dann im Finale. Difficult elements, acrobatic elements. And in Je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto besser. So man steigert zunehmend diesen Schwierigkeitsgrad und deshalb ist man auch vor diesem Teil nervöser als bei der Fußtechnik. Du musst ständig konzentriert sein. Ich persönlich mag den akrobatischen Teil aber lieber. I like it more than foot technique. Ein Fehler und die Medaille ist futsch. Ein Fehler und es gibt keine Goldmedaille mehr. Man muss sehr fokussiert bleiben. Also, ich vertraue meinem Partner 150%. Das musst du auch, wenn du diese Elemente magst. Ja, es ist normal, dass du großes Vertrauen hast. Ja, es ist stressig, aber wir lieben diesen speziellen Stress, das Adrenalin. Dadurch fühlen wir uns besser und tanzen auch besser. Mit Sicherheit performen Tänzer besser, wenn sie unter Druck stehen. Das Adrenalin, der Druck, einfach alles. Bist du auf der Tanzfläche, dann bist du zu Hause. Hier weißt du, wie du was am besten kannst. Verstehst du, was ich meine? I'm excited to see what I'm going to bring. I don't even know what I'm going to do. Cheerleading kombiniert verschiedene Disziplinen. Gymnastik, Tanzen, Show und viele andere Dinge kommen zusammen. Five, six, seven, eight.
For us, our team, is just 2 years. Dieses Team gibt es bereits seit 2 Jahren. Ich bin der zweite Trainer, der es trainiert. Die Teammitglieder sind zwischen 19 und 22 Jahre alt. Ich bin auch erst 24 Jahre. And I'm just 24. Die Gründer des Teams waren anfangs Tänzer. Unser Cheftrainer war ein professioneller Tänzer und hat dann mit der Zeit neue Techniken dem Team beigebracht. Andere sehen das vielleicht kritisch oder problematisch. Aber man muss einfach einmal beginnen und sich dann Schritt für Schritt verbessern. Wir haben mit ganz einfachen Übungen begonnen und uns stetig weiterentwickelt. Heute kann unser Team 20 Jahre Erfahrung aufweisen. Let me just say it this way. Cheerleading, ich würde sagen, dass Cheerleading so gut wie jeder lernen kann. Aber man muss zielstrebig sein und nicht bei jeder Kleinigkeit oder kleinen Verletzung aufgeben. Auch wenn du dich mitten in einer Aufführung verletzt, musst du bis zum Schluss weitermachen. Worst case scenario, even in between the performance, if you get injured or for whatever reasons, you're just gonna have to move forward and just continue up until the end. Ja, ist es eine physische und mentale Herausforderung, um diesen Sport ausüben zu können, da musst du schon fit sein und eine gute Körperbeherrschung haben. Und mental gesehen ist es ein einziges Schmerzen aushalten. Man kennt natürlich nicht alle Tänzer, aber man lernt neue Leute aus den verschiedensten Nationen und Tanzarten kennen. Das ist spannend und macht die Veranstaltung so speziell. Das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung von mehr Gemeinsamkeit. Es ist super, dass alle Studenten sind. Man lernt nie aus und das ist cool. Man schaut den anderen genau zu und versucht dann daraus zu lernen und für sich selbst etwas mitzunehmen. Die Menschen hier sind offen und das macht das Lernen einfacher. Ich finde es echt cool. And the people, they're not like closed. That's the good stuff, you know? That's the good part about it. They're open, you know? They show stuff, they want to learn stuff and it's cool. Es ist ganz anders. Die tanzen da gerade, hopp, die Jungs, und wir machen einfach mit ihnen mit. Sie reden mit uns, sie sind einfach, wie sie sind. Wir sind alle Standardtänzer.
Ich habe noch nie vor so vielen Leuten getanzt. Ich bin echt nervös. Es kommt direkt von meinem Herzen. Erst dann ist es echt. Egal, was ich da draußen auf der Bühne mache, es ist echt. Ich bin nervös, habe leichte Panik. Ich bin auch aufgeregt, aber auch glücklich. Es wird schon gut gehen. Ich denke positiv. Wie ich mit dem Hip-Hop begonnen habe? Tja, alles fing in der Highschool an. Ich war immer schon neugierig und habe dem Tanzteam zugesehen, bis ich dann schließlich zum Team dazugekommen bin. Die Wettkämpfe waren überall in den Staaten verteilt und so bin ich viel gereist. Später habe ich mir dann eine Auszeit genommen und bin zur Army und in die Schule gegangen. Aus Tanzen ist meine Passion geworden. Und dann bin ich zurückgekehrt und bei diesem Team hier gelandet. Meinen jetzigen Trainer kenne ich noch aus der Highschool-Zeit. Ich liebe das Tanzen. Also wenn ich selbst mich selbst beurteilen müsste, dann würde ich vor allem auf den Stil und die Persönlichkeit achten. Viele Menschen glauben, dass Hip-Hop nur cool sein ist, schlappere Kleider tragen und so reden. Aber das ist es nicht. Du musst schon auch tanzen können und zeigen, wer du bist, was deine Persönlichkeit ausmacht. Einfach das eigene Ding durchziehen und nicht den anderen nachmachen. Denn das merkt man sofort. Das sehen auch die Wertungsrichter. Also ich würde als Wertungsrichter darauf achten. You can see if it's your thing or if it's somebody else's thing, you know? And that's, I guess that's what the judges here are looking for too, you know? That's what I would be looking for. Here are the solo males. Chris from United States, next hey. Round. Moldova, Dimitri from Germany, Artem from Russia, Kevin, United States, Alexander Tesch aus Österreich, Alexander Krieger, England, and Lars Vesper from the Netherlands. Congratulations. I can be honest with you, you know? Darf ich ehrlich sein? Okay, ich bin ehrlich. Bei diesem Level geht es darum, sich und eben die anderen Dinge, die ich vorhin schon erwähnt habe, zu zeigen. Die Menschen, die das hier machen können, die können sich super zeigen und wissen ganz genau, wie das zu machen ist. Was sie jedoch noch lernen müssen, ist den Hip-Hop-Tanz an sich. Was er genau ist und wo er herkommt. Man kann richtig sehen, wie der Tanz auf andere wirkt. Wissen Sie, was ich meine? Mit Hip-Hop, da kannst du dich auf viele verschiedene Weisen ausdrücken. Hip-Hop kann langweilig, kann glücklich, kann alles Mögliche sein. Man sieht bei den einzelnen Tänzern auch den kulturellen Hintergrund und die unterschiedliche Persönlichkeit auf der Bühne. Das Wichtigste ist, dass du dich im Team und mit deinem Partner wohlfühlst.
Nur so kannst du derjenige sein, der du auch bist und kannst das auch zeigen. Genau deshalb ist die richtige Partnerwahl entscheidend. Wenn du dich während des Tanzens nicht verändern willst, dann tu es nicht. Das hier ist die Kiss and Cry Area. Die Idee dahinter ist jene, dass eine Kamera die ganzen Emotionen einfangen soll, wenn die Punkte vergeben werden. Das ist etwas ganz Neues für jeden Tänzer. Es ist das erste Jahr, dass die World Dance Board Federation so etwas auf die Beine stellt. Und ich denke, es ist ein wichtiger Schritt auch in die Zukunft. Wir sind sehr, sehr glücklich hier, denn jeder ist hier so freundlich. Jeder gratuliert dem anderen und ist dankbar. Das hier sind glückliche Menschen und wir lieben sie. Wir wollen eigentlich gar nicht mehr nach Hause fahren. Die Musik war fantastisch. Wir haben uns heute die Standard-Wettkämpfe angesehen und die waren super. Ich hatte kein Gefühl, keine Bewegung in meinem Nacken, aber die Musik hat mich zum Weitermachen motiviert. Und auch wenn das komisch klingt, ich habe es nur wegen der Musik geschafft. Ich meine das ernst. Die Musik ist für mich persönlich sehr wichtig und ich genieße sie. Sie kann dir helfen, aber auch nicht. Es gibt einen Song, zu dem ich echt nicht tanzen möchte. Es war eine dumme Verletzung. Wir haben maximal nur 3 Schritte zum Aufwärmen des Körpers und der Beine gemacht. Es hat sich eigentlich gut angefühlt. Und so ist es passiert. Sie haben einen netten Tango gespielt und ich habe mir gedacht, super, das ist mein Moment. Und dann habe ich eine schnelle Nackenbewegung gemacht und war aber anscheinend doch nicht bereit dafür. Ja, das war's dann. Tanzen ist sehr schwer und viele Menschen wissen gar nicht, wie schwer das alles ist und wie viel Übung dahinter steckt. Auch wenn wir sogenannte Amateurathleten sind, geben wir 100% und üben den ganzen Tag. Es ist außerdem hart, weil man im Tanzsport so viel reisen muss.
practice the whole of every day, and yeah, and it's pretty hard also because I think dance sport is one of the sports where there's the most travel. I think the biggest difference for us in this event is that it's der größte Unterschied bei diesem Wettkampf ist für uns, dass hier Amateur- und Profitänzer gegeneinander antreten. Normalerweise, wenn es um Medaillen geht oder auch in anderen Wettkämpfen, sind wir immer getrennt. Und so matchen wir uns mit Paaren, mit denen wir uns normalerweise nicht matchen. Ich sehe keinen Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profitänzer. Denn der Amateur ist zu einem Professionellen geworden. Früher hat der Profi Geld bekommen und der Amateur nicht. Aber das ist die Vergangenheit. Wie man hier sehen kann, gibt es keinen Unterschied zwischen Profis und Amateure. Yeah, there is still two categories, but I don't see any difference. He's the ultimate competitor. Paolo ist der ultimative Wettkämpfer. Wenn ich nicht um etwas kämpfe, dann mag ich das nicht so recht. Ich brauche diesen Ansporn, jemanden zu schlagen oder gewinnen zu können. And the placing now for Tango. Ich glaube, eine seiner Qualitäten ist, dass er extrem gern bei Wettkämpfen ist. Er ist ein echter Wettkämpfer und zwar auf und neben der Bühne. Er liebt es, sich mit anderen zu messen und er liebt es, hart zu arbeiten und zu trainieren. Im Big Step, wenn das zweitplatzierte Paar eine gute Beurteilung bekommen hat, habe ich gesagt, dass es schwierig wird. Und jetzt sind sie vorne. Sie haben 9,38 Punkte bekommen. Sie zu schlagen wird richtig schwer. Er hat echt den Turbo gezündet. Man muss immer weitermachen, das ist alles. Einfach weitermachen. Ich überlasse ihm den Druck, die Strategiewahl und alles andere. Ich bleibe in seinen Armen und mache weiter. Oh,
It felt really nice. That's es hat sich gut angefühlt. Die Medaille hat für mich große Bedeutung. Es waren immerhin die ersten World Danceport Games und dann gleich die Bronzemedaille für Kanada. Happy moment. Ja, tolle Momente. Wenn die Flagge hinaufgezogen wird, das war echt super. Am Ende sind wir alle Tänzer und jeder Tanzstil ist unterschiedlich, aber trotzdem bringt uns der Tanz zusammen. Der Körper bewegt sich zum Rhythmus der Musik, das haben wir alle gemeinsam. Wir müssen schon morgen nach Hause fahren und können deshalb leider nicht zur Abschlusszeremonie bleiben. Alles in allem war es eine tolle Erfahrung für uns und wir werden sie immer in Erinnerung behalten. Die ersten World Danceport Games haben Geschichte geschrieben. Ich glaube daran, Künstler zu sein. Tanzen ist einfach eine bewegte Kunst. Man erzählt Geschichten mit dem eigenen Körper. Nicht jeder kann das. Ich habe mich im Tanzen gefunden. Davor wusste ich nicht wirklich, wer ich bin. Ich rate jedem, der nicht weiß, wer er ist oder wenn er sich verloren fühlt, dann soll er mit dem Tanzen beginnen. Und er wird sich selber wiederfinden.